Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Es wird Zeit für mein Testfazit zum Honor 6 Smartphone. Mit dem Teil habe ich jetzt einen guten Monat zusammen verbracht. Natürlich nicht nur mit dem Honor 6, sondern auch mit dem großen Bruder, dem Honor 6 Plus und dem kleineren, aber wohl doch auch größeren Bruder, dem Honor 4X. Aber in diesem Video geht es jetzt erstmal nur um das Honor 6. Was ist mir aufgefallen? Was finde ich gut? Wie ist die Verarbeitung? Ich mache einfach mal das komplette Programm der Reihe nach. Zuerst zum Namen. Es ist Honor. Honor ist eine 100% Tochter bzw. Untermarke von Huawei. Warum Huawei sich jetzt noch eine zweite Marke zulegt? Ich spekuliere darauf, dass man mit dem Honor-Namen, was weiß ich, mehr englisch, mehr westlich klingen möchte. Und mit Huawei, naja, das ist halt A, ein bisschen schwer auszusprechen und B, denkt dann vielleicht jeder an so einen chinesischen Hersteller, der da natürlich auch hintersteckt. Aber vielleicht will man sich darüber absetzen. So, und deswegen gibt es jetzt diese zweite Marke, die aber auch deutlich günstiger ist als die, ich sag mal, vergleichbaren Huawei-Geräte. Das Honor 6 ist schon ein paar Monate auf dem Markt und kostet immer noch 300 Euro. Mit diesen 300 Euro sind sie gestartet und offiziell kostet es immer noch 300 Euro. Es gibt das Ding hier auch immer mal wieder für 280 Euro, sind Ticken günstiger, aber wir sind eindeutig hier in der 300 Euro-Kategorie. Dafür gibt es ein 5-Zoll-Gerät mit einer Full-HD-Auflösung. Das finde ich gut, das muss aber auch sein. Wenn man dann mal guckt, was man in der unter 200 Euro-Preisregion so findet, da ist hier wieder das Vorzeigestandardgerät, das Motorola Moto G zweite Generation, ist auch 5 Zoll, aber halt nur 720p Auflösung. Deswegen, aber für 100 mehr oder fast eigentlich 150 Euro mehr, möchte man natürlich etwas mehr geboten kriegen. Und da sage ich direkt vorweg, ja, das kriegt man mit dem Honor 6. Das ist nochmal, das ist eindeutig eine andere Liga als ein Moto G, meiner Meinung nach. Also 5 Zoll Display, Full HD Auflösung und es ist ein tolles Display. Die Farben sind toll, die Blickwinkel gehen in Ordnung. Ich sag mal, horizontal könnte ich es mir noch einen Ticken besser wünschen, aber das ist halt, das kippt eigentlich erst, wenn man wirklich sehr schräg drauf guckt. Normal, wenn man da zu zweit oder sogar zu dritt nebeneinander drauf guckt, kann jeder ganz normal den Film mitgucken, wenn man unterwegs ist und da was drauf guckt oder mal lustige Bilder zeigt oder was auch immer. Das geht in Ordnung. Auch die Displayhelligkeit kann ich mal voll aufschrauben. Das ist auch für den Außeneinsatz. Natürlich wünsche ich mir weniger Reflexion und noch mehr Helligkeit, um damit am Strand lesen zu können. Aber für den normalen Alltagseinsatz, auch jetzt im Sommer, auch mal draußen, kann ich trotzdem noch in der Sonne hier was drauf lesen. Natürlich dann auch mit Reflexion. Natürlich nicht 1A, aber für einen normalen Alltagseinsatz reicht es aus. So, aber wir sollten vielleicht auch erstmal die Verarbeitung machen oder das Gefühl in der Hand. Ich finde, das Ding liegt gut in der Hand. Was mich aber gefühlsmäßig stört, ist eindeutig diese, naja, ich will es nicht Metall nennen, aber für mich ist das eindeutig hier so eine Plastik-Kunststoff-Umrandung und das merkt man. Das ist halt keine, also zumindest fühlt es sich für mich nicht an wie so eine Full, also richtige Metall-Umrandung. Das tut mir leider ein bisschen leid. Das fühlt sich dann so ein Ticken, billig ist jetzt übertrieben, aber ist mit einer richtigen Metall- oder Aluminiumumrandung wäre das nochmal eine Ecke schöner gewesen. Also auch vom Handgefühl, vom Gewicht, von den Abmessungen, auch von der Bedienung. Ich komme sowohl an die An- und Aus-Taste mit einer Hand, als auch, wenn ich mich strecke, kann ich es auch noch lauter machen. Aber ich komme problemlos an die Leisermacht-Taste ran. Also ohne, dass ich hier umgreifen muss. Das geht, aber für lauter muss ich mich strecken. Aber das ist ein Pluspunkt im Vergleich zu anderen Geräten, die das noch weiter oben anbringen. Auf der anderen Seite, es ist ein 5-Zoll-Gerät und ich finde es von der Bauform noch gut kompakt. Es geht eindeutig so in die iPhone 5, 5S Größe, obwohl hier natürlich ein 5-Zoll-Display verbaut ist. So, also das Rückseite, hier haben wir auch dieses Kunststoffzeug drauf. Bei mir haben sich jetzt keine Kratzer nach einem Monat abgezeichnet. Ich habe von Leuten gehört, da kommen Kratzer rein, kann ich nicht bestätigen. Und das Schöne ist, die Kamera auf der Rückseite, wir haben ja hier eine 13-Megapixel-Kamera, die verschwindet im Gehäuse und die geht sogar so ein Ticken rein. Die Linse ist also geschützt. Das finde ich auch mal schön und vor allem, das Ding liegt glatt auf dem Tisch auf und wackelt nicht. Das muss man ja auch erstmal suchen. Und eine schöne zweite Sache ist, auf der linken Seite haben wir keine Knöpfe. Das bedeutet, wenn ich jetzt etwas ausbalanciere und der Tisch ganz, ganz, ganz ruhig ist, was ich gerade nicht hinbekomme, kann ich es eigentlich, ich habe es ein paar Mal hinbekommen, dass es steht. Aber das will ich genau nämlich damit gerade zeigen. Man denkt, man kann es hinstellen, zum Selbstauslöser Fotos machen, aber das ist zu wackelig. Da muss nur mal draußen ein Windstoß kommen und dann rums,
knallt es hin. Also das nicht. Also was will ich hiermit sagen? Für 300 Euro geht das so gerade, also nein, es geht in Ordnung, sag ich mal ganz ehrlich. Für ein 400 oder ein 500 Euro Telefon würde ich sagen, das ist vom Handgefühl, wäre mir das zu billig. Aber für ein 300 Euro Gerät geht das wirklich echt in Ordnung. Und mal ganz ehrlich, vom Design, manche mögen es langweilig bezeichnen, aber packt hinten einen Apfel drauf und Millionen von Menschen würden sagen, boah, hat der Johnny Ive mal wieder was Cooles designt. Nee, das geht für mich in Ordnung. Tasten hatten wir, hier wackelt und klappert eigentlich auch nichts, obwohl sich die Tasten, wie dieser ganze Rahmen, nicht so ganz hochwertig von den Materialien anfühlen. Das stört mich so ein bisschen, aber wenn ich mir überlege, es ist wieder ein 300-Euro-Gerät, geht es mal wieder in Ordnung. Infrarotsensor oben, Mikrofon oben und Kopfhörereingang oben. Das finde ich sehr, sehr gut. Und ein zweites Mikrofon und Micro-USB zum Laden. Kameras auf der Rückseite hatten wir. Vorne dann die Helligkeitssensoren und unsere 5-Megapixel-Kamera, die leider nur Videos in 720p aufnimmt. Keine Tasten zum Drücken, sondern hier die kapazitiven Tasten auf dem Screen direkt mit. Das ist jetzt die weiße Variante. Es gibt auch noch eine schwarze Variante, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, die schwarze gefällt mir noch mal besser. Ganz ehrlich, das Weiße ist zwar nett in dieser silbernen Kombination, aber persönlich, klar, das ist immer wieder so, eine Geschmäcker sind verschieden, aber ich würde ganz ehrlich zur schwarzen tendieren. Display hatten wir eben schon. Full-HD-Auflösung, 1920x1080 Pixel. Das gibt eine Pixeldichte von 445. Das ist die schärfste aus dieser Honor-Riege gerade. Und das geht... Das ist gestochen scharf, das ist toll, die Farben sind Bombe. An diesem Display habe ich wirklich überhaupt nichts auszusetzen. Das ist super, also keine Frage, Blickwinkel könnten ein Ticken besser sein, aber Farbe und alles, da bin ich wirklich super mit zufrieden. Aber das muss in dieser Preisregion von 300 Euro, erwarte ich das auch schon mal. Wenn ich mich halt von diesen, ich sag mal, 200 Euro Geräten absetzen möchte, dann will ich da einfach auch hin. So, vom Display kommen wir mal zu den Lautsprechern oder zu dem einen Lautsprecher auf der Rückseite. VTS 5 Video, wir starten mal ganz kurz. So. Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VTS 5. Ihr müsst uns ca. 5 Minuten, wo ich das nerdige Gigi-Gezeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an. Die Google I.O. 2015 ist vorbei. Googles große Entwicklerkonferenz. Und natürlich gibt es wieder jede Menge Neuigkeiten. Hier die Dinge, die mir in Erinnerung geblieben sind. Nummer 1, natürlich wird es im Laufe des Jahres eine neue... So, na, jetzt habe ich ausgemacht. Jetzt wollte ich eigentlich euch noch den Lautsprecher ein bisschen hinhalten. Was will ich damit gerade zeigen? Das Ding ist eigentlich laut genug, um mal ein YouTube-Video zu... Oder mal, um Filme zu gucken, YouTube-Videos zu gucken, nebenher Radio laufen zu lassen. Geht dieser Lautsprecher in Ordnung? Nachteil ist auf der Rückseite und es klingt gedämpft oder es klingt dumpf, wenn man das Gerät hinlegt, aber man hört trotzdem noch was. Aber andersrum legen, dann klingt der Lautsprecher eine ganze Ecke besser. Damit beschallt ihr keine Feten. Damit geht ihr den Leuten maximal im Bus ein bisschen auf die Nerven. Zum Glück ist er nicht allzu laut. Für den normalen Betrieb reicht er aus. Was mich aber an dem Lautsprecher stört, der hat ein relativ lautes Grundrauschen. Das heißt, abends im Bett ein Hörbuch oder sowas, da rauscht es immer so ein bisschen so ganz, ganz leise. Und leider auch in Filmen, sobald ich den Lautsprecher richtig aufdrehe und es kracht ein bisschen, dann hört man dieses Rauschen auch. Der ist nicht sehr sauber. Also das ist so, ich sag mal, von der Lautsprecherqualität wäre das Standard. Für 300 Euro sage ich wirklich Standard, aber so ein Grundrauschen, so ein Rauschen für 300 Euro geht eigentlich nicht in Ordnung. Das ist für mich so eigentlich ein negativer Punkt bei diesem Gerät jetzt gerade. So, dann kommen wir zu den Kameras. Ich guck mal, dass ich ein paar Bilder dann immer mit einblicke. Belende, die Kamera ist gerade von der Bildqualität, die 13 Megapixel sind von der Schärfe, von den Shots, die gelingen, ich sag mal so, idiotensicher. Das Ding löst relativ schnell aus und auch immer von der Schärfe. Ich habe hier wenig Ausschussware, was die Schärfe anbelangt. Das ist wirklich schön. Ich lasse es im Automatikmodus, ich halte drauf. Mal warte ich, mal warte ich nicht. Natürlich könnte das auch schneller gehen. Aber das von den Ergebnissen, die am Ende rauskommen, kriege ich da wirklich schöne Fotos und durchgängig schöne Fotos. Sobald es natürlich dunkel wird, ist das hier nicht mehr so berauschend. Nächster Nachteil ist, die Kamera ist im Standardmodus nicht auf diese vollen 13 Megapixel eingestellt, sondern auf irgendwas mit 10 oder mit 8 Megapixeln. Das muss ich erstmal hochschrauben. Auch natürlich dann bei 4:3 im vollen, damit ich auch die vollen Megapixel bekomme. Und auch bei der Videoqualität, 1080p Full-HD-Videos nimmt es auf, wenn man es denn raufschraubt. Also da dann bitte drauf achten, die Standardeinstellungen sind da niedriger eingestellt, warum auch immer. Die Frontkamera ist enttäuschend, sage ich jetzt mal. Da hört man 5 Megapixel. Und das reicht auch aus, um mal ein cooles Selfie zu machen. Yay! So, sage ich jetzt mal. Aber
Videos werden nur in 720p aufgenommen und die Lautsprecherqualität bei der Frontaufnahme ist eher mau. Die ist bescheiden. Die Lautsprecherqualität auch mit der Rückseitenkamera ist auch nicht wirklich Bombe. Also das ist so, ich sag mal, akustisch hält sich dieses Gerät in Grenzen, sowohl was die Audioaufnahmequalität anbelangt, als auch die Audiowiedergabe. Es geht in Ordnung, aber das ist halt nicht wirklich die starke Seite von dem Gerät. So, was kommt als nächstes? Emotion UI nennt sich dieses, wir haben hier kein reines Android, sondern halt Emotion User Interface, was Huawei hier drüber klatscht. Hier ist noch die Version 2.3 drauf, das seht ihr hier gerade sehr schön. Hier ist noch kein Update rausbekommen und außerdem ist hier auch noch Android 4.4.2 drauf. Das ist ein bisschen schade, diesen Monat soll aber noch das Update kommen. Was die Hardware anbelangt, 3 GB Arbeitsspeicher, ein Octa-Core Kirin mit 920. So, das ist, sind wieder zweimal Quad-Core und das ist von der Hardwareleistung super. Alle großen Apps, hier läuft alles, ich habe ein paar Spiele durchprobiert. Der Kirin ist super kompatibel, meine ich, dass man die, den Kirin-Zeug, das ist was Eigenes von Huawei und die gefallen mir besser als, ich sag mal, die MediaTek. CPU oder SOX. Definitiv, ganz klar. Und die Kirin-Teile, das Ding hier rennt, die 3 GB Arbeitsspeicher, es sind ein Traum, sage ich jetzt einfach mal. Apps wechseln hin und her, ist einfach supi. Da ist überhaupt kein Problem, da ist keine Verzögerung. Und wo wir, genau, und wo wir gerade hier auf der Seite sind, durchscrollen und sowas im Webbrowser. Guckt, das ist rennt, das ist flüssig. Und dann auch rein- und rauszoomen, das ist super. Also von dem normalen Alltagseinsatz ist das Ding toll, ist das Ding flüssig. Und das ist auch nochmal, ich sag mal, nochmal flüssiger und nochmal von der Performance eine andere Welt als so ein Moto G2. Ganz klar, aber das erwarte ich auch, wenn das Ding fast doppelt so viel kostet. Emotion UI 2.3 gefällt mir persönlich einen Ticken besser von den Design, vom Design als das 3er, was dann irgendwann kommt. Und ich finde es auch gerade bei diesem, es ist flüssiger. Wenn ich hier mit diesem Emotion UI rumhantiere, wenn ich durch die Einstellungen hoppel, wenn ich dieses Honor-Zeug benutze, das ist flüssig. Das ist total flüssig. Da sind die Emotion 3.0-Dinger. Da habe ich hier so und da ein paar Mikroruckler oder Verzögerungen. Deswegen finde ich 2.3 hier drauf gar nicht mal so schlecht. Natürlich kann ich mir auch noch einen Google-Launcher drauf machen und sowas. Ja, und diesen Monat kommt dann noch Android Lollipop für die Geräte raus. Das ist auch schön. Aber softwaremäßig gefällt mir das auch sehr gut. Es ist ein bisschen knallig, es ist ein bisschen bunt, auch von den Farben, aber ich sag mal, daran gewöhnt sich, beziehungsweise man kann es anpassen. Ansonsten beim Ein- und Ausschalten, ich komme immer wieder auf die Seite, die ich als letztes offen hatte. Homescreen ist immer die zweite von links, da habe ich noch eine ganz links. Und ich habe so einen Startmodus, beziehungsweise zweimal kurz auf die Leisermacht-Taste drücken und dann startet die Kamera direkt und macht direkt auch ein Foto. Und die, ich sag mal, gelingen relativ okay, sag ich jetzt mal. Also das ist beim 6 Plus um einiges schrecklicher, aber zugleich ist ein bisschen, ist natürlich schnell. Es ist natürlich schön, ich sehe etwas und dann mache ich bam, bam. Und dann vibriert es und dann macht es klack. Und dann habe ich schnell das Foto gemacht und das geht in der Regel in Ordnung. Also das gefällt mir. Ansonsten habe ich hier noch so einen bescheuerten App-Drawer unten, den kriege ich auch nicht gelöscht. Da komme ich direkt zum Kalender-Taschenrechner und auch die Taschenlampe. Und das ist halt natürlich gerade für mich, ich nutze ja sowieso den Blitz auf der Rückseite eigentlich nur als Taschenlampe. So, das geht auch super in Ordnung, wobei hier einige Apps drauf sind, die sind noch in chinesischen Schriftzeichen, die lassen sich auch nicht löschen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, gerade was den Speicherplatz anbelangt, ich hatte, das ist ja ein 16 GB Modell und ich habe es jetzt wirklich vollgeladen mit Apps, nicht so wirklich voll mit Videos oder Musik oder sowas, sondern wirklich nur die Standard-Apps, Standard-Streaming-Zeug draufgepackt und ich habe immer noch 9,66 GB verfügbar. Also da ist dicke Luft und wenn ich es mal brauche, ich habe ja immer noch die Micro-SD-Karten-Slot, um den Speicherplatz zu erweitern. Das ist keine Dual-SIM-Variante. Hier kommt eine stinknormale Micro-SIM-Karte rein. Und das geht. Die Abdeckung hier unten, da sagen viele, das fällt nicht auf, aber man merkt es. Das ist auch sowas. Naja, für ein 300-Euro-Gerät geht es in Ordnung. So, und damit sind wir eigentlich durch. Ach nee, die Akkulaufzeit. Genau. Haha, Sekunde. Ich hab da mal was vorbereitet und zwar mal wieder einen meiner Post-its immer mal wieder aufschreiben lassen, denn Akkulaufzeit interessiert ja auch viele. Netflix, eine Stunde streamen bei voller Displayhelligkeit kostet sagenhafte 20 Prozentpunkte. Das ist hart. Das heißt, 5 Stunden, dann ist der Akku leer und dabei ist noch nicht mal die Standby-Zeit oder im Hintergrund die Zeit mit eingerechnet. Also knappe 5 Stunden Netflix, dann ist das Ding aus.
Dann normale Einstellungen. Natürlich alles mit Bluetooth aktiviert oder WLAN aktiviert, Push-Benachrichtigung. Also Standardprogramm, aber dann halt mit Autohelligkeit, ich sag mal im normalen Zimmer, deutlich niedriger. Und dann läuft auch eine Stunde Netflix mit 14 Prozentpunkten Akkulaufzeit. Das bedeutet, sagen wir mal, 15 Prozentpunkte wären dann 5 Stunden, wären 90%, also etwas niedriger. Also hier kriege ich locker auch wieder die... die 5-6 Stunden Netflix raus und habe noch ein bisschen Reserve so hier und da. So, und dann das normale Rumsurfen. Eine Stunde bei normaler Helligkeit sind auch so 12 Prozentpunkte, wobei ich sehr aktiv war mit viel Videos dazwischen und vielen Seiten hin und her laden. Also auch gute 12 Prozent. Da lässt sich noch was rausholen. Also ich komme hier bequem mit dem Gerät über den Tag und wenn ich mich zurückhalte als Smartphone-Nutzer, schaffe ich auch 2 Tage. Das will ich damit sagen, aber auch Intensivnutzer brauchen sich, solange sie nicht den ganzen Tag auf voller Helligkeit Netflix streamen, sich eigentlich keine Gedanken zu machen über die Laufzeit. So, das soll es eigentlich gewesen sein, wobei ich glaube, ich habe mich gerade eben verrechnet, 5 Stunden, machen wir mal 7 Stunden, sind 70, sind 35, sind 100, wenn 7 Stunden, ja, irgendwas mit 6 Stunden kommt dann schon locker hin, je nachdem, wie ich mich beim Netflix-Streamen dann ranhalte. Auf jeden Fall, normales Surfen ist um einiges nochmal schonender. Also Autonormalbenutzer braucht sich hier über den Akku keine Gedanken machen, ist ein 3100 mAh Akku fest verbaut und wir haben kein drahtloses Qi-Laden. So, damit sind wir eigentlich einmal durch alle Punkte rumgekommen. Ich muss sagen, für 300 Euro geht es in Ordnung, ganz ehrlich, meine Übermeinung, wenn man mit dem User-Interface klarkommt, wobei man da auch noch viel ändern kann. Ich muss aber sagen, die Rückseitenkamera geht in Ordnung, Videos damit hält sich so in Grenzen, ne? Wobei die Rückseitenkamera geht noch, Frontkamera finde ich, was Videos angeht, Selfies gehen wiederum in Ordnung, aber als normale Digicam-Knipse für normale Fotos, wenn ich jetzt in Urlaub fahre, hätte ich kein Problem damit, meine normalen Fotos tagsüber, solange es hell ist, wobei, wenn es dunkel wird, sind die alle Käse, dann wird auch mit dem iPhone oder mit dem LG G4, ist da nicht wirklich viel mehr zu retten mit, würde ich so ein Honor 6 persönlich auch als normale Digi-Knipse benutzen, um Videos zu filmen, jetzt hier für YouTube in Full HD, wäre mir die Audiotonaufnahmequalität leider dann wiederum zu schlecht. So, damit sind wir jetzt einmal durch. 300 Euro geht in Ordnung, 250 Euro wäre natürlich noch besser, sage ich jetzt mal dafür, aber es setzt sich deutlich ab und es positioniert sich eigentlich ganz klar zwischen seine großen kleinen Brüder, 4X auf der einen Seite für 200 und dem 6 Plus für 400. Wobei ich persönlich, sage ich jetzt auch schon mal, ich spoilere schon mal rum für das nächste Video, ich persönlich würde ganz klar sagen, die 100 Euro Aufpreis zum Honor 6 Plus lohnen sich meiner Meinung nach. Ja, ich persönlich würde nämlich zum Honor 6 Plus greifen. So, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!